Hallo und herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Wir stehen hier heute bei mir im Hausflur. Warum stehen wir hier heute bei mir im Hausflur? Weil ich euch das Bild zeigen will. Warum zeige ich euch das Bild? Wir haben den Kalender auf den Markt gebracht vor einigen Tagen und ich hatte auch mit dem Ulf ein Video dazu gedreht zu diesem Kalender bzw. zu diesem Bild und leider sind die Aufnahmen nichts geworden. Denn aus irgendeinem Grund hatten wir solche Tonstörungen. Ich kann euch das mal kurz einblenden. Und das Projekt von Markus Meyer, der jetzt Gentleman Giro gemacht hat, den haben wir ja auch begleitet und unterstützt. Leider hatten wir solche Tonstörungen, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Also mache ich diese Moderation jetzt, die eigentlich der Ulf machen sollte. Das Bild, was ihr hier seht, das hat der Ulf vom Scooter Center gestiftet. Ich habe ihn gefragt, ob er sich in irgendeiner Form beteiligen wollte und er wollte unbedingt dabei sein. Und dann haben wir uns überlegt, wo, wie, was machen wir? Und dann kam uns die Idee, uns an dem Gentleman Giro vom Markus zu beteiligen. Also dieses Bild, was ihr im Hintergrund seht, wird für den Markus versteigert. Und der gesamte Erlös dieser Versteigerung für dieses Bild wird für den Markus und seine Sache dann gespendet. Zu dem Bild ein paar Details. Das Bild ist 1,20 m x 1,20 m, also quadratisch. Und von dem Bild gibt es genau zwei Exemplare. Eins, was ich mir als Erinnerung gemacht habe für den Kalender, das hängt in meinem Hausflur, wo ihr jetzt drin seid und was ihr seht. Und das andere Bild steht da und wartet auf den neuen Besitzer. Was sehen wir auf dem Bild? Auf dem Bild sehen wir alle Kalendermodels von dem Custom-Kalender. Genau das Motiv, was auf dem Custom-Kalender von jedem Roller drauf ist, ist hier auf diesem Acrylbild aufgebracht. Cool animiert, finde ich, mit diesem Betonmuster im Hintergrund. Ist wirklich sehr gut gemacht und die glänzen, also als hättest du sie mit der Speckschwarte eingerieben. Also auf diesem Bild sind alle Kalendermodels vom Custom-Kalender 2022 zu sehen. Auf einmal, direkt, live und in Farbe könnt ihr euch das an die Wand hängen. Es macht sich ganz extrem gut auf einer weißen Wand, so wie jetzt bei mir. Im Wohnzimmer, über dem Sofa, wo ihr das auch immer hinhängen wollt. Es wird sich auf jeden Fall extrem gut machen. Das Bild ist ein ganz, ganz hochwertiges Acryl. Auf jeden Fall ist der Druck auf der Rückseite aufgebracht und die Rückseite ist dann mit einem weißen Papier belegt und das ist dann noch, soweit ich das jetzt verstanden habe, Aluminium bedampft, damit die Kontraste gut zum Vorschein kommen. Also das Bild ist wirklich sehr, sehr hochwertig produziert, hat in der Produktion über 300 Euro gekostet, also es ist ein sehr, sehr hochwertiges Projekt. Zu diesem Bild gibt es einen Aluminiumrahmen, der auf die hintere Seite von dem Bild geklebt wird, sodass ihr das, wie ihr jetzt bei mir seht, problemlos an der Wand anbringen könnt. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf dieses Bild, wie ich es hatte. Deswegen habe ich es mir gleich mitmachen lassen. Und ich hoffe, wir können euch damit eine große Freude machen und demjenigen, der es ersteigert, eine große Freude machen und vor allen Dingen auch dem Projekt von Markus eine große Freude machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch beteiligen würdet. Den Link zur Versteigerung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, teilen, was das Zeug hält und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke.